Die E3 2019 ist vorbei und es wurden einige schöne Spiele vorgestellt. Die Highlights der E3 präsentiere ich euch in einzelnen Videos hier auf dem Kanal. In diesem Video stelle ich euch Planet Zoo vor und erkläre euch, was Frontier Development mit dem Game so vorhat. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Trailer. Auf der E3 2019 wurde Planet Zoo vorgestellt. Frontier Development hat auf der E3 Planet Zoo vorgestellt. Der spirituelle Nachfolger von Zoo Tycoon und tatsächliche Nachfolger von Jurassic World Evolution. In Planet Zoo kann der Spieler einen Tierjäger aufziehen, bei dem Tiere an erster Stelle stehen sollen. Neben einer Kampagne gibt es einen Sandbox-Modus. Optisch orientiert sich Planet Zoo an dem Grafikstil von Planet Coaster. Das bedeutet, dass die Zoobesucher in einem leichten Comic-Stil präsentiert werden, während die Tiere des Zoos recht natürlich und authentisch erscheinen. Spielerisch werden den Spielern zwei Modi angeboten. Da sich die Spieler doch einigermaßen ähnlich sind, wird auch das Gameplay vergleichbar sein. Da bleibt es zu hoffen, dass Frontier Development die Kritikpunkte aus Jurassic World Evolution in Planet Zoo abgestellt hat. Da war unter anderem die wirtschaftliche Seite des Spiels zu einfach. Ein Leid, was seit Planet Coaster besteht. Und die Engine hat so die ein oder andere Eigenheit, wie das dievenhafte Wegewerkzeug. Wer Planet Coaster oder Jurassic World Evolution gespielt hat, kennt die Problemzonen. Jedes Tier im Zoo hat eine eigene Persönlichkeit und eigene Verhaltensweisen. Sei es ein Löwenjunges oder ein Elefant. Die Spieler müssen diese verschiedenen Tierarten artgerecht halten und sogar gesunde Tierfamilien gründen und züchten. Zu den weiteren Features gehört das Freilassen von Zootieren in die freie Wildnis, Landschaftsbau und verschiedene Themenbereiche für den Zoo. Via Steam Workshop können Spieler dann ihre fertigen Zoo-Designs auch mit anderen Spielern teilen. Oder sie entwerfen über den Workshop gleich ganz neue Inhalte für den Titel. Planet Zoo erscheint am 5. November 2019 für 45 Euro als Standard und 55 Euro als Deluxe-Edition auf Steam.